Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute setzen wir unsere Videoreihe Szenenvergleiche fort mit dem dritten Teil, der vorerst vermutlich auch der letzte sein wird, auch wenn wir nicht ausschließen, dass noch weitere Teile dazu kommen werden. Heute mit 4 Episoden der Staffeln 10 und 11. 4 verschiedene Szenen, die wir uns ansehen werden, die Taudir und ich, Anaru, noch mal wieder diskutieren werden. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuschauen und beim Zuhören. Oh nein! Lloyd! Lloyd! Kumpel! Wach auf! Er hört uns nicht! Wir müssen jetzt Wu finden! Wo ist Wu? Du kannst ihm helfen, richtig? Richtig? Tragen wir ihn erstmal rein. Wo bin ich gerade? Erinnerst du dich nicht? Ja, wir haben uns eben echt Sorgen gemacht. Aber der erste Spinjitzu-Meister, er... Das hast du wahrscheinlich alles nur geträumt, Leute. Ja, wir bringen dich besser rein. Los! Lloyd! Lloyd! Buddy, wake up! He's not moving! Someone find Wu! Where's Wu? You can do something, right? Right? There is nothing to be done. Lloyd. Yeah, you had us worried there for a sec. But the first Spinjitzu master... You must have hit your head pretty hard, buddy. Yeah, let's get you inside, huh? Ja, also das Problem hier ist, dass die deutsche Übersetzung die Szene ins Lächerliche zieht, ihr jede emotionale Bedeutung raubt und dem widerspricht, was man sieht. Also das, was sie sagen, ist nicht das, was sie tun. Das Allerbeste ist, dass keiner darauf hört, wenn Wu sagt, bringen wir ihn erstmal nach drinnen, sondern einfach alle nur rumschnellen und anfangen zu heulen. Man wird sich... Also es sind zwei Fragen, die sie mir stellen. Erstens, denkt sich nicht jeder, der das sieht, okay, da hat irgendjemand was verharmlost und in Wirklichkeit haben die Angst, dass er tot ist. Denn die Reaktion von ihnen ist nicht so, dass sie denken, oh nein, wir müssen ihn in ein weiches Bett legen, weil er vermutlich gerade tief und fest schläft. Sondern die Reaktion zeigt deutlich, dass sie sehr große Angst um ihn haben und wahrscheinlich glauben, dass sie ihn nicht wiederbekommen. Und das, was Leute da so, die ganze emotionale Bedeutung der Szene, dass nach allem, was sie jetzt 10 Staffeln lang
gemacht haben, um das Böse zu besiegen und was jetzt ja in einem epischen Tornado der Schöpfung sein Ende gefunden hat, dass sie deswegen dann ihren Freund verloren haben. Und das kommt in der deutschen Fassung leider überhaupt nicht raus. Auch wie Cole nach Wu ruft, ist von der Intonation her, von der Art, wie es aufgenommen ist, von der Art, wie es gesprochen ist, ganz anders. Wahrscheinlich auf Anweisung sollte das, im Englischen ist es ja total verzweifelt, natürlich auch total alarmiert und dringend, weil jede Sekunde vielleicht entscheidend ist. Und auf Deutsch ist es eher so, oh nein, wir brauchen jemanden, der einen guten Tee machen kann. Und auch deswegen, obwohl die Stelle ja eigentlich wörtlich übersetzt ist, was Cole ruft, wirkt es trotzdem so fehl am Platz in der Szene. Also, ich weiß, es passt ja rein vom Inhalt, aber von der Durchführung überhaupt nicht. Und dann später, ich habe keine Ahnung, warum es verharmlost wurde. Denn Cole sagt ja eigentlich nur, er macht sich nicht direkt lustig über Leute, aber er versucht so einen Witz zu machen. Der Witz ist ja im Deutschen auch weg. So, sie wissen, dass Lloyd ohnmächtig war und sagen, okay, du hast dir irgendwas eingebildet, du hast irgendwas geträumt, was jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Und im Englischen dieses, du musst dir sehr hart den Kopf gestoßen haben, ist schon, ich finde es noch ein Mühe lustiger. Es ist schon ein Witz da intendiert, der im Deutschen jetzt für mich nicht unbedingt rauskommt. Nächste Szene. Er hat doch gesagt, drüber springen. Bin ich doch. Wenn dem so wäre, würden wir nicht in einer Grube mit... Was? Was starrt ihr denn so an? Ich frage mich echt, wer das war. Jemand, der nicht rechtzeitig anhalten konnte. Nur eine Attrappe. Das wurde hier platziert, um Leuten Angst zu machen. Wenn ihr mein Buch gelesen hättet, wüsstet ihr das ganz genau. Aber wir haben es doch schon gelesen. Lass mich mal sehen. Aha, ihr habt bei Kapitel 8 aufgehört. Spinnennetz fallen und Skelette kommen in Kapitel 9. He said to step over them. I did. If you did, we wouldn't be lying here in a pit with... What? What are you guys staring at? I wonder who that was. Someone who didn't stop in time. Hageman. A competitor. He was good. Very good. But he didn't read my book. And it cost him his life. Actually, he did read it. Well, let me see that. Aha! He stopped on chapter 8. Cobweb traps are in chapter 9. Ich muss gestehen, jetzt wo ich es auf Englisch gesehen habe, verstehe ich diese Szene zum allerersten Mal. Am Anfang dieser Episode, glaube ich, sehen Sie dieses Buch von Kevin Kiesel zum allerersten Mal. Es ist ja auch ein Quatschbuch. Und ich habe mich immer gefragt in dieser Szene, warum, aber wir haben es doch schon gelesen. Wo kommt dieses Buch her? Warum ist da das Lesezeichen drin? Warum haben die Nini das schon gelesen? Wann hatten sie die Gelegenheit, dieses Buch zu lesen? Aber jetzt wird mir alles klar. Das ist irgendwie der Versuch, unsere armen deutschen Kinder davor zu verschonen, damit konfrontiert zu werden, dass Leute sterben müssen. Und ganz abgesehen davon, dass man diese Szene überhaupt nicht checkt, wenn man sie auf Deutsch anschaut, weil es überhaupt keinen Sinn ergibt, was da passiert in der Übersetzung, geht auch mal wieder ein Witz verloren. Und zwar, er sagt ja was von Hageman. Das ist natürlich eine Anspielung auf die beiden Autoren, Dan und Kevin Hageman, die zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Serie mitgewirkt haben. Und der Verlust wird hier sehr charmant mit ihrem Tod wiedergegeben. Ein netter kleiner Cameo-Auftritt. Wir wissen nicht, welches Bruders, aber das werden wir wahrscheinlich auch nicht herausfinden. Vielleicht hüpft der andere ja noch irgendwo rum in den Iago. Ja, eigentlich auch sehr nett im Englischen, weil er sagt, he was good, very good. Also nochmal eine kleine Ehrbekundung, weil die waren ja auch wirklich sehr gut, die beiden, haben uns mit die besten Staffeln von den Iago auf jeden Fall geschenkt.
Also, irgendwie ist die Szene im Deutschen nicht so lustig, auch wenn die Anspielung wahrscheinlich kaum jemand verstanden hätte in Deutschland. Aber hat sie im Englischen jemand verstanden? Also hat sie im Englischen jemand verstanden? Ob sie jetzt im Englischen jemand verstanden hat, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich noch mehr als im Deutschen. Und die Szene ist so sinnlos auf Deutsch, sie ergibt so keinen Sinn. Und sie ist nicht witzig, so wirklich, im Deutschen. Weil man sich die ganze Zeit nur fragt, hä, was reden die da, was habe ich verpasst überhaupt? Also ich meine, der Witz mit Jay und der Augenklappe ist trotzdem lustig, aber darum geht's ja gerade auch nicht. Einer der wenigen guten Witze mit Jay in den neueren Staffeln, muss man sagen. Aber das ist ein anderes Thema. Und vor allem ist es halt so sinnlos. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass das erste Mal wäre, dass wahrscheinlich das Kinder in einem Cartoon mit Tod oder einem echten Skelett, echt in Anführungszeichen, ist ja trotzdem nur eine Animationsserie, konfrontiert werden und man hat halt wirklich die Logik der Folge dieser kleinen Verharmlosung geopfert. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre das Skelett unfassbar gruselig oder realistisch. Ich meine, jeder sieht, wie albern so ein Lego-Skelett aussieht. Und ich meine, es wird dann ja auch veralbert, als es dann runterkracht. Und ich meine, was denkt sich ein Kind schon dabei, wenn mal der Name genannt wird, zu dem das Skelett mal gehört hat? Das ist doch auch, eigentlich ist es schon mehr lustig als irgendwie verstörend. Und die Kinder, die das gucken, sind jetzt auch nicht vier. 2 von 10 Punkte für die deutsche Übersetzung. Nächste Szene. Mein Kaiser. Warum störst du mich in meinen Gedanken? Ich bringe euch eine Warnung, mein Kaiser. Eindringlinge aus einer entfernten Welt wollen euch herausfordern. Sie sind wegen des Gefangenen gekommen und wollen euch Ärger bereiten. Dann müssen wir sie gefangen nehmen. Jawohl, ich stimme euch zu. Zeigt ihnen eure Macht. Zeigt ihnen, was passiert, wenn man sich mit dem Kaiser anlegt. Entsende meine Eissamurai. Befiehl ihnen, die Eindringlinge gefangen zu nehmen. Und alle, die ihnen helfen. Ja, und alle, die ihnen helfen. Ganz wie ihr befiehlt. My Emperor. Why do you disturb my thoughts? I bring a warning, my Emperor. Strangers from a distant realm come to challenge you. They may be here for the prisoner and to defy your rule. They must be punished. They must be destroyed. Show them your might. Show them what happens to those who defy the Emperor. Send my Ice Samurai. Command them to destroy the strangers. And all who aid them. Yes, and all who aid them. As you command. In dieser Szene haben wir mal wieder den klassischen Versuch, Tod nicht in den Mund zu nehmen. Sie haben es im Englischen auch ganz gut vermieden. Ich denke, Destroy ist ein bisschen harmloser, als wenn sie wirklich Kill sagen würden. Destroy kann irgendwie auch eine Schlucht runterschubsen oder sowas sein. Das ist dann nicht so schlimm. Was auch Kill hätte sein können im Endeffekt. Aber auch das hat man im Deutschen vermieden. Und das klingt so, als hätte der Eiskaiser im Deutschen noch irgendwie ein Hotel frei, wo er ganz viele Leute unterbringen müsste. Denn so, einfach mal alle gefangen nehmen, die Ninja und die ihnen helfen, das klingt so, als hätte der wahnsinnig Lust, 200 Leute durchzufüttern. Vor allem in der Szene mit der düsteren Stimmung, mit der ganzen Umgebung, der düsteren Musik, klingt es sehr, als hätte der Eiskaiser noch Skrupel. Aber die hat er eigentlich nicht mehr, weil er sich ja an nichts erinnert. Dieses Gefangennehmen wirkt schon wieder sehr an den Haaren herbeigezogen. Es passt überhaupt nicht
zur Stimmung der Szene, fällt total raus. Und die Sprache klingt einfach in dem Kontext sehr kindlich und schon wieder fast tendiert es in Richtung Albernheit. Man muss auch bedenken, dass im Deutschen da eigentlich was fehlt, was wichtig für die Charaktere ist. Der Eiskaiser, der ja Zane ist, sagt am Anfang, they must be punished, also sie müssen bestraft werden. Das ist noch ein bisschen unspezifisch. Und der Vex ist es dann erst, der sagt, they must be destroyed, also sie müssen vernichtet werden. Und das greift der Eiskaiser dann wieder auf. Der redet danach ja auch nicht mehr von punished, sondern von destroyed. Der Vex ist also wieder eigentlich der den Eiskaiser der die Fäden in der Hand hält, der den Eiskaiser manipuliert, was ja später dann sich herausstellt, dass es von Anfang an der Fall war. Und das fehlt im Deutschen vollständig. Und ich stimme zu, das klingt total albern. Vor allem, wenn er dann aufsteht und mit seinem Zepter auf den Boden stampft und dann sagt, wir müssen sie gefangen nehmen. Also, das ist total lächerlich. Und ja, es raubt der Szene völlig das Gewicht. Und auch die Sprache ist im Englischen, das ist ein bisschen ein höheres Register, es ist nicht normale Umgangssprache, sondern die reden miteinander wie zwei, ja, düstere Adlige miteinander reden würden, so die Verwendung von Wörtern wie aid statt help für die, die ihnen helfen, das ist ein bisschen ein höheres Sprachregister und das fehlt natürlich im Deutschen völlig. Das hätte man vielleicht bei helfen nicht machen können, aber man hätte andere Stellen raussuchen können, wo man ein anderes Sprachregister, vielleicht ein bisschen ein epischeres Sprachregister einsetzt. Das fehlt im Deutschen leider und macht es nicht besser. Dadurch hat die Szene auch weniger Gewicht als im Englischen, weniger Bedeutung. Deine Bewertung der Übersetzung? Es ist vieles in Ordnung. Ich würde der Übersetzung eine 4 von 10 geben. Vernichtend. Nächste Szene. Bist du wach, mein Freund? Ja. Wer bist du? Ein Gefangener, wie du. Wie lautet dein Name? Lloyd. Willkommen im Gefängnis des Eiskaisers, Lloyd. Ich bin Kataru. Kataru? Akitas Bruder? Der Bär? Woher weißt du das? Sie hat es mir erzählt. Sie hat mir alles über dich erzählt. Nein, das kann nicht sein. Sie und der Rest meines Volkes wurde vom Drachen des Eiskaisers eingefroren. Nein, sie wurde nicht eingefroren. Wir sind zusammen durchs Eis gewandert. Kannst du das schwören? Schwörst du, dass das wahr ist? Ja, es ist wahr. Sie denkt, auch du wurdest eingefroren und dass der Eisdrache dich erwischt hat. Dieser Drache. Ja, es stimmt. Aber er hat mich nicht eingefroren. Er hat mich hierher gebracht. Als Geschenk für seinen Meister. Wie lange bist du schon hier? Ich weiß es nicht. Am Anfang habe ich die Tage und Monate gezählt. Aber irgendwann gab ich auf. Von diesem Ort gibt es kein Entkommen. Es gibt immer einen Weg. Das ist die richtige Einstellung. Are you awake, my friend? Yes. Who are you? A prisoner, like you. What is your name? Lloyd. Welcome to the Ice Emperor's dungeon, Lloyd. I am Kataru. Kataru? Akita's brother? The bear? How do you know that? She told me. She told me all about you. My sister is gone. She was frozen along with the rest of my people by the Emperor's ice dragon. No! No, she's alive! We came across the ice together! Do you swear it? Do you swear she is alive? Yes, she's alive! Actually, she thought you were dead. She thought the dragon took you. Boreal. It did. But it didn't destroy me. It brought me here. A prize for its master. How long have you been here? I do not know. I made marks at first to keep track of the days and months. But after a while, I gave up. There is no escape from this place. There's always a way. Oh, that's the spirit. Da sind wir wieder. Wie kommt's nur, dass wir immer die Szenen auswählen, wo das Wort Tod vermieden wird im Deutschen? Wobei es hier
schon auch eine Steigerung im Englischen ist. Erstmal haben wir ein Gun, dann haben wir ein Destroy und schlussendlich trauen sie sich sogar, das Dead auszusprechen. Englisch hier mutig auf jeden Fall. Aber auch, sie reden Klartext und ja, der Gegensatz kommt hier natürlich sehr viel besser raus zwischen Dead und Alive. Die Freude kommt auch ein bisschen stärker rüber, beziehungsweise die Fassungslosigkeit von Kataru. Das Englische nimmt hier deutlich weniger ein Blatt vor den Mund als das Deutsche. Auch die Geschichte von Kataru mit dem Eisdrachen. Nakita dachte, er wäre eingefroren worden und sagte, der Eisdrache, ja, es stimmt, aber was stimmt? Eigentlich stimmt nichts, weil was stimmt denn? Nicht, dass er eingefroren wird auf jeden Fall. Und dann sagte er, aber er hat mich nicht eingefroren. Ja, aber warum hast du dann gesagt, ja, es stimmt? Das ergibt im Deutschen nicht so ganz Sinn. Während im Englischen ist es klar, die Akita hat natürlich, nehme ich an, das ist natürlich nur impliziert im Englischen, aber sie hat, nehme ich an, als sie gesehen hat, was mit dem Dorf passiert ist, nach Kataru gesucht und ihn nicht gefunden und ist deswegen davon ausgegangen, dass er nicht wie die anderen eingefroren wurde, sondern dass der Eisdrache ihn tatsächlich umgebracht hat. Vielleicht hat sie ihn auch noch gesucht, anderswo und ihn nicht gefunden und ist dann irgendwann davon ausgegangen, dass er tot ist. Das ergibt dann alles Sinn. Im Deutschen fragt man sich, ob der Kataru irgendwie ein bisschen durch die lange Zeit im Gefängnis etwas deppert geworden ist. Ja, es nimmt natürlich auch hier wieder der Sache die Emotionalität. Es ist natürlich auch im Deutschen aus dem Kontext heraus verständlich, dass der Kataru in dem Glauben war, dass seine Schwester tot ist. Und Akita auch im Glauben war, dass ihr Bruder tot ist. Aber es wird eben nicht so wirklich gesagt. Und wenn es ausgesprochen wird, dann ist eben einfach die Reaktion, die dann folgt von Kataru, nachvollziehbarer, als wenn das alles irgendwie in so einem kleinen Ratespielchen versteckt ist, wo man versucht, Euphemismen für alles zu finden, aus unerfindlichem Grund. Vor allem, weil sich eh jedes Kind denken kann, was mit Leuten passiert, die, was weiß ich, wie lange in irgendeinem Eisblock stecken. Da braucht man jetzt kein großer Naturwissenschaftler zu sein, um zu wissen, dass das schon nach ein paar Stunden relativ tödlich endet. Wenn die Kinder schon mal Eislaufen gewesen sind, oder irgendwie was im Schnee zu tun hatten, die Eltern gesagt haben, zieht euch warm an. Das checkt jeder. Das ist mal wieder eine Stelle, wo es total sinnlos ist, da so mit Wörtern zu jonglieren. Und dadurch, dass die ganze Zeit nur dieses Eingefroren benutzt wird, hat man auch eine Wiederholung, die auf Dauer wirklich auf die Nerven geht, was stilistisch auch einfach nicht gut umgesetzt ist in dem Fall. Im Englischen variieren sie sehr stark. Da haben sie natürlich auch die Möglichkeit, da zu variieren. Aber der Ausdruck ist viel, viel stärker im Englischen. Die Varianz ist größer. Was ich hier nicht verstehe, ist, es ist nicht so wie bei anderen Szenen, wie die wir heute in der ersten Szene im Vergleich hatten mit Lloyd, wo er kurz tot war, dass da ein Moment des Zweifels bei den Kindern entsteht, oh nein, oh Gott, wo sie vielleicht schockiert oder traumatisiert oder sonst was sind, weil da kurz wirklich jemand für tot gehalten wird und man sich denkt, oh Gott, ist der wirklich tot? Hier an der Stelle ist ja von vornherein, weiß ja das Kind, dass beide Befürchtungen nicht richtig waren. Also sobald der Kataru sagt, ihr denkt, seine Schwester ist tot und Akita gesagt, wenn sie hätte gedacht, ihr Bruder sei tot, weiß ja der Zuschauer sofort, dass beide Ängste unbegründet waren. Und das heißt, da ist kein Moment dabei, wo die Kinder denken, oh Gott, nein, ist er wirklich tot, weil sie ja wissen, dass keiner von beiden tot ist. Also ich finde, hier ist es noch weniger gerechtfertigt, dass man so verzweifelt versucht, das Wort Tod nicht in den Mund nehmen zu müssen. Das ist einfach nur ein Wort. Es ist nicht so schlimm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder noch nie im Gespräch mit anderen Kindern, mit ihren Eltern oder vielleicht im schlimmsten oder weiß ich nicht welchem Falle mit ihren Großeltern oder in der Schule mal über den Tod an sich gesprochen haben, ist so gering, dass eigentlich kein Kind von dem Wort an sich erschrocken sein sollte. Wie bewertest du die deutsche Übersetzung in der Szene? Also hier finde ich es wieder weniger gut. Also noch, es ist ähnlich wie die Szene mit dem Skelett, die wir als zweites hatten.
Ich würde eine 3 von 10 vielleicht vergeben, maximal. Wenn man jetzt auf das achtet, was zwischen dem Deutschen und dem Englischen unterschiedlich ist, dann ist es eine 3 von 10. Da gehe ich mit. Pluspunkt für die deutsche Übersetzung. Der Sprecher von Kataru passt sehr gut zur englischen Stimme. Das war aber die letzte Szene für heute. Fertig. Wenn ihr mehr über das Ninjago-Wiki wissen wollt, das diesen Kanal hier betreibt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei, da ist ein Link. Könnt ihr zu uns ins Wiki gucken, euch ein paar nette Informationen zusammensammeln zu allen Fehlern, Übersetzungsdingen, die wir zu den verschiedenen Episoden gesammelt haben. Zu ganz vielen Charakteren, da könnt ihr herausfinden, ob Kataru immer noch lebt oder ob er jetzt vielleicht mittlerweile tot ist. Spoiler, das wissen wir auch nicht. Und ansonsten, schönes Wochenende, schöne Woche, macht es gut und vielleicht kommt nochmal ein nächster Teil des Szenenvergleichs. Auf Wiedersehen!